Und damit begrüße ich euch, liebe Freunde, somit zu einer neuen Aufnahmesession und somit auch wieder zu Dead Space 3. Und wir waren ja in der letzten Folge, haben wir eigentlich in diesem scheiß Vieh was erlebt, was ich zum Glück nicht mehr rein will. Und ja, der gute Norton hat uns am Ende ausgesperrt. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Ellie, denn die erwartet uns ja. Und somit bin ich auch ein bisschen gespannt, was hier genau passiert. So. Wir kommen jetzt so langsam in einen neuen Abschnitt rein. Und ich habe noch ein bisschen an einer Maschine rumgefuchtelt. Also mal meine Waffen versucht ein bisschen zu verbessern. Und ja, es gibt in dem Sinne keine wirklichen Verbesserungen. Also ist das in dem Sinne überflüssig. Oh, warte, wir könnten eigentlich mal bei der Anzugstation aktivieren. Und zwar... Nein. Und zwar, was könnten wir machen? Die Panzerung könnten wir eigentlich haben. Das würde uns in dem Sinne auch ein bisschen schaden. Damit wird deine Panzerung um 5% upgraded. Das holen wir uns jetzt mal. Machen wir auch die Panzerung gleich weiter. Okay, hier können wir jetzt nichts weitermachen. Da fehlt uns ein paar Teile. Oh, hier haben wir natürlich... Oh, cool. Schaden ist natürlich hier ganz hoch. Das ist ja super. Okay, was haben wir sonst noch? Ist ein bisschen schwierig auch zu sagen. Warte mal, ich muss mal ein bisschen die Stimme ein bisschen höher setzen. So ist besser. So. Meine Xbox spinnt ein bisschen. Jetzt ist es wieder gut. Okay, ja, da würde ich mal sagen, wir machen mal direkt weiter. Anzug wechseln machen wir jetzt nicht. Und wo müssen wir jetzt hin? Ah, wir müssen jetzt da runter. Also, dann machen wir uns mal auf den Weg. Hier ist noch eine Kiste, die können wir mal leeren. So. So. Da. Außenzugang. Mhm. Okay, Fortschritt wird gespeichert. Okay, hier sind so viele Kisten liegen hier rum. Warte mal, kann ich meinen Roboter eigentlich hier absetzen oder muss ich das erst da oben machen? Ah, da müsste ich jetzt da hochfahren oder wie? Ja, komm, das machen wir noch schnell. Komm, das machen wir noch schnell. Das würde sich im Prinzip auch lohnen. Vielleicht den Spielsound ein kleines bisschen runterdrehen. So, wird es wahrscheinlich besser sein. Weil manchmal ist es nämlich extrem laut. Das habe ich in den letzten Folgen und in den letzten Videos, ich habe mir die ja auch angeschaut, damit wir genau wieder da anfangen, wo wir im Prinzip aufgehört haben. So. Ja, super. Das geht natürlich ziemlich lange jetzt hier hoch. Hä? So, dann setzen wir mal unseren Roboter hier ab. So, der kann für uns mal ein paar Sachen suchen. Da hinten ist noch eine Kiste, die nehmen wir uns. Wenn wir da ran können. Ja. Okay. Warte mal. Die kleineren Teile brauche ich zum Beispiel nicht. So. So, da gehen wir mal jetzt wieder runter. Ja, ist ja jetzt in dem Sinne kein großer Umweg. Also ich meine, wird ja wohl nicht so tragisch sein. Und, ah ja, ich habe jetzt einerseits mal bei... Ja, da habe ich ein Impulsgewehr und eine Schrotflinte auf der Waffe hier. Auf der linken Waffe habe ich einen spitzen Speerabwurf und eine Art Schrotflinte auf der linken Seite. So. Da sind wir jetzt schon unten. Habe ich mal die Waffen ein bisschen gewechselt. Denn ich glaube, jetzt werden die Gegner ein bisschen härter. So, und jetzt gehen wir mal hier durch, ja. Waren wir ja vorhin auch schon. Ich muss immer gucken,
ob unser Roboter. Ja, der will wieder, dass wir wieder zurückgehen. Das machen wir aber jetzt mal nicht. Hier hat sau viele Kisten, merke ich. Aber wir haben auch nicht so viel Munition. Hier ist schon wieder eine Werkbank. Wieso ist denn hier so oft? Oder warum sind denn so viele Werkbänke hier? Gut, dann gehen wir mal raus. Meine Waffen habe ich ein bisschen ja, verbessert, muss man sagen. Und ja, es gibt eigentlich was Neues. Oh. Aua! Oh. Au! Mein Schädel. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey! Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Dennis. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Oh Mann, alter Captain, du bist doch so blöd. Na komm, traut euch, Jungs. Au, Scheiße. Oh nein. Oh fuck. Alter Scheiße, was ist das? Oh fuck. Oh, lass mich in Ruhe. Alter, ich sehe nichts. Was ist das? Was ist das für ein Vieh? Alter, nein, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, Alter. Das kannst du doch nicht bringen. Boah, Alter. Fuck, ich hab die scheiß Waffe dafür nicht. Boah, ey, was ist das für ein Vieh? Alter! Was ist das? Ey, 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 lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Oh, 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 oh. Scheiße!
Ey! Alter, wenn ich nicht mehr gesagt hast, doch. Oh, Alter. Oh, Alter. Oh, ey, dieses Vieh nervt. Alter, was ist das? Ja, jetzt guckst du mir deine scheiß Eier aus, ey. Oh, du. Wieso noch einer übrig ist, ey? Oh, das ist knapp. Ah, ah, ah. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich schmecke ihn nicht. Lass mich in Ruhe. Alter, was ist das für ein Vieh? Oh, Alter. Boah, ich weiß nicht mal, wie man ausweicht. Kannst deine Scheißeier bei dir behalten. Daneben. Fuck. Jawohl. Waffe wechseln, Waffe wechseln. Ah. Hab ich's getroffen. Oh. Aua, ey. Oh, ich brauche Munition, Alter, und da liegt so viel Munition. Oh, fuck. Wie soll ich das machen, Alter? Wie soll ich das... Aua! Ey, das ist doch nicht mehr noch... Oh. Jedes Mal. Alter, ich brauch Munition. Ja, jetzt haben wir's erwischt, geil. Wobei, nee, das ist nicht so geil. Boah. Ich muss laufen. Super, ich muss nicht laufen. Oh, wie viel spuckt denn noch von diesen Scheißeiern aus? Ey! Da war die andere Waffe wirklich besser. Oh, es packt doch nicht dein Herz ein. Oh Mann, ey. Aua! Alter, ich kann mich an das Vieh gar nicht mehr... Oh, ich kann mich an das Vieh gar nicht mehr erinnern. Oh, hätte ich das gewusst, hätte ich das nie gemacht. Ja, super, so Robot hat das... Ja. Voll erwischt. Oder auch nicht. Nein. Wo bin ich? Nein! Nicht in die Verdauungstrakt! Nein! Nein! Oh, was geht hier ab? Wow! Alter!
Oh, fuck. Da musste ich ausweichen, oder was? Oh, Alter. Oh, diese Scheißviecher nerven. Fuck, ich hab nichts mehr. Oh, die Viecher nerven, das ist ja nicht mehr normal. Alter, was muss ich machen? Oh. Fuck, ich kann's nicht immer. Ja! Jawohl! Nein! Nein! Oh, nicht in den. Nicht in den hinteren Ausgang! Nicht in den hinteren Ausgang! Nicht! Okay. Puh. Wow! Nein. Oh! Sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lange. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Oh. Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Danke, Carver. Was für eine Folge, Alter, mit dem Bossfight. Puh, Alter, ich kann nicht mehr. Oh, wir haben keine Medizin mehr. Oh. Alter. Kapitel 13. Nach den Sternen greifen. Klippen von Volantis. Volantis oder Volantis oder wie das auch heißt. Oh, Alter. Oh, ich brauche Medizin. Puh. Alter, in so einem Vieh war ich drinne. Puh. Oh. Hanael Dax. Oder wie das. El Dex. Oder wie das auch heißt. Okay, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt dahin. Da, aber ich will ja nicht unbedingt da hinten lang. Wenn wir so verletzt sind, ist das nicht so gut. Gehen wir erst einmal hier rein und schalten mal den Generator an. Oh, hier hat's eine Bank, geil. Und eine Abwehrplantine. Zweimal Schaden und plus, also plus zwei Schaden, plus eins Nachladen. Oh, das trifft sich eigentlich ziemlich gut. Alter, was für eine Folge. Boah, krass. Hey, Landonner. Alter, war das Wahnsinn. Puh, ja, und ich würde jetzt mal sagen, ich mach mal. Ja, keine Ahnung. Ich würde einfach mal sagen, ich mache mal eine. Ja. Folgenpause.
Und werde mal ein bisschen die Waffe modifizieren. Das müsst ihr euch dann in dem Fall nicht anschauen. Und wir sehen uns dann in einer... Okay. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss, Leute.